Erwecke die Kraft in dir. Wenn das passiert, da fängt man an, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man sich diesem Fluss öffnet. Der Verstand fängt dann buchstäblich an, sich in sich selbst zu Hause zu fühlen. Und wenn der Verstand zu Hause ist, in sich, dann ist das so, als wenn der Krieg vorbei wäre, als wenn der Verstand aufhört, sich zu streiten, mit egal wem oder was. Das heißt, der Krieg mit der Wirklichkeit ist ans Ende gekommen. Denn wenn man mit der Wirklichkeit streitet, dann verliert man in 100% aller Fälle. Nehmen wir an, ich hätte den Gedanken gehabt, ich sage euch mal erstmal, ich hatte Probleme. Es gab da einen Augenblick, wo mir gezeigt wurde, wie ich wirklich die Lösung erlebte vorher. Das ist das, wovon ich gerne hätte, dass ihr mit dieser Erfahrung diese Konferenz wieder verlasst. Die Lösungen auf alle Probleme sind nach meiner Erfahrung in diesen 3 Jahrzehnten besteht darin, dass man einfach einen Augenblick in der Zeit sich vergegenwärtigt, wo man sich schuldig gefühlt hat oder gestresst war oder irgendwie sich gestört gefühlt hat, wo der Fluss gestoppt hat und sich dann der Fluss ins Problem verwandelt hat, wie wir das immer so nennen, ein Problem. Nehmen wir mal an, ich hatte den Gedanken, dass ich Recht hatte und der andere Unrecht. Das ärgert mich ja immer noch irgendwie. Dann würde ich anfangen, in diesem Augenblick des Streits den Anker zu werfen. Das wäre meine Einladung jetzt an dich. Mach das mal. Geh zurück zu einer Situation, wo du mit jemandem gestritten hast und du wirklich geglaubt hast, dass du im Recht warst. Wo bist du da? Bist du im Auto? Bist du im Flugzeug? Sitzt du? Bist du vielleicht am Telefon oder schreibst eine SMS? Geh mal zu dem Ort. Vielleicht ist es ein Streit mit jemandem, mit dem du gelebt hast oder mit jemandem, mit dem du zusammenarbeitest oder jemand, nehmen wir mal an, es ist jemand, mit dem du zusammenwohnst, es ist in der Küche am Morgen, du streitest mit diesem Menschen. Wenn du das dir ganz klar vergegenwärtigen kannst, stell dir vor, mal ich in der Küche, ich streite mich mit meinem Ehemann. Gut? Jetzt finde dich mal da zurück. Wo hat dein Streit stattgefunden? Ich dachte, er sei im Unrecht. Und dann nimm diesen Gedanken. Er ist ja immer im Streit da, dass du denkst, du hast Recht. Der andere hat Unrecht. Verweile da mit geschlossenen Augen. Der andere hat Unrecht. Ist das wahr? Um diese Frage zu beantworten, braucht man überhaupt keine Anstrengung aufzuwenden. Das Einzige, was man braucht, ist Ruhe und einen offenen Geist. Wie antworte ich jetzt auf diese Frage? Stimmt das? Ist das wahr? Ich habe es ja mitbekommen. Ich bin jetzt Zeugin. In dieser Zeit, in diesem Augenblick, glaubte ich, dass ich Recht hätte. Und der andere hatte Unrecht. Ist das wahr, dass der andere Unrecht hat? Und jetzt höre ich zu. Und von meinem geistigen Auge kann ich die Situation sehen. Ich war so überzeugt davon. Und jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, das mir nochmal zu überlegen. Und stimmt es? Oder stimmt es nicht? Das wird mir gezeigt. Ist das ein Ja? Es kann ein Ja sein oder ein Nein. Und ich schaue nach dem einen oder dem anderen, weil ich einfach offen bin. Und diese Bilder in meinem Kopf von dieser Vergangenheit, die zeigen mir, dass ich das jetzt nicht manipuliere und ich werde da auch nicht irgendwie dafür sorgen, dass ich Recht oder Unrecht haben werde. Ich bin einfach nur Zeuge oder Zeugin und sehe genau so, wie es damals war. Und ich bin wirklich ganz, ganz offen all dem gegenüber, was ich vielleicht an der Situation verpasst habe. Kann ich absolut sicher sein, dass das stimmt? Wenn meine Antwort Ja lautet, auf die erste Frage, ist es wahr? Dann werde ich mich fragen,
kann ich das denn wirklich wissen, dass das stimmt? Und dann höre ich nochmal hin. Bezeuge das, meditiere über diesen Augenblick, still, mit geschlossenen Augen. Und meine Antwort ist dann vielleicht immer noch ein ganz offenkundiges Ja, wenn ich da ganz offen bin und immer noch ist das Ja da, oder vielleicht ein Nein. Aber ich kann mich selber nicht mehr betrügen. Also ich habe nach der Lösung gesucht und indem ich nach der Lösung gesucht habe, war ich ja jetzt nur Zeugin und es wird mir gezeigt. Also ich brauche noch nicht mal wirklich richtig hinzuschauen. Ich bin Zeuge, Zeugin. Es sind nur vier Fragen. Zwei haben wir schon. Die nächste, geschlossene Augen. Da jetzt zu sein, von hier vor deinem geistigen Auge, dich in die Situation reinzuversetzen. Der Mensch hat Unrecht. Nimm wahr. Beobachte, sei Zeuge deiner selbst, wie du reagierst auf den Gedanken, wenn du dem glaubst, dass du Recht hast und er Unrecht. Und nimm wahr, wie du vielleicht zuerst mit der Emotion oder mit den Emotionen wieder in Berührung kommst, die du damals gefühlt hast, vielleicht auch die Leidenschaft, die du da empfunden hast. Und nimm das nochmal wahr, wie leidenschaftlich das war. Es war ja schließlich ein Streit. Und wenn Streits stattfinden, dann bricht der Krieg aus, wenn wir dann glauben, dass die Gedanken es seien. Nimm wahr, nimm die Gedanken wahr, die dir jetzt gezeigt werden, die Bilder aus dieser Vergangenheit, während du weiter meditierst darauf, wie du reagiert hast und spürst, bezeugst dich, wie du diese Emotionen empfunden hast. Du wirst dir gewahr, wie laut du eigentlich warst. Vielleicht hast du Sachen gesagt und Dinge getan, für die du dann hinterher so ein Schuldgefühl hattest, hinterher, wie das oft passiert beim Streiten. Wir kommen aus dem Streit raus und fühlen uns schuldig. Warum? Weil wir an unsere Gedanken geglaubt haben, weil wir dem Denken geglaubt haben. In diesem spezifischen Streit, wie hast du reagiert? Bezeuge, wie du reagiert hast, was du gesagt hast, was du getan hast, was passiert ist. Nimm den Grad der Angriffslust an, die du hattest, so irgendwas Subtiles in der Situation. Vielleicht irgendwas, was an Gewalttätigkeit grenzt oder vielleicht so, dass du gewalttätig warst. Nimm einfach dich mit dir wahr. Bezeuge das. Und wie du Zeugin bist, Zeuge dessen, wie du reagiert hast, was du geglaubt hast an diesen Gedanken. Lass uns in die letzte Frage hineinfließen und die bezeugen und vielleicht mit einem kleinen Stück Mitgefühl in Berührung kommen. Nimm wahr, spüre, wer wärst du ohne diesen Gedanken, dass der andere Unrecht hatte und du Recht? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Schau dir diesen Menschen an. Wenn wir in einen Menschen hinein etwas glauben, dann ist das so, als wenn wir so eine Klebenotiz auf ihn draufkleben. Das ist richtig. Der ist das egal, der kümmert sich überhaupt nicht und der kann überhaupt nicht zuhören. Er ist dies, er ist das. Sie ist dies, sie ist das. Nimm das wahr. Wer wärst du, wenn du mal all diese Post-its fallen lassen würdest und wahrnimmst dich und wenn du das mit etwas mehr Mitgefühl wahrnehmen könntest, diesen anderen, diesen gestörten anderen? Und jetzt nimm den anderen wahr, wenn du die Post-its alle runterfallen lässt und abnimmst. Nimm mal wahr,
wie dieser andere dich anschaut, erschrocken oder verletzt oder perplex. Oder ist er genauso aufgeregt und verstört, wie du es bist? Du warst ja da, du bist der Einzige, die Einzige, die da war. Das kann außer dir niemand anderer machen. Das ist Selbstrealisation. Ein Fluss. Wenn man mit einem Moment in der Zeit in die Meditation geht, wer wärst du ohne deine Geschichte in diesem Augenblick in der Zeit? Und hör zu. Was hast du verpasst zu beobachten und zu bezeugen? Vielleicht siehst du viel Möglichkeiten und Chancen da, die dir gezeigt werden. Muster, dass du immer recht haben musst, dass ich weiß doch, das ist dieser Ich-Weiß-Verstand, diese Schwierigkeiten, in die wir uns reinbringen können, diese Illusion der Zeit, Vergangenheit, Zukunft, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach nur etwas, wozu man erwachen muss, dessen man gewahr sein muss. So now I invite you to. Meine Einladung an dich jetzt lautet, deine Augen wieder zu schließen. Und ich weiß, einige von euch hatten die ganze Zeit die Augen geschlossen, die wir hier zusammen verbringen. Der hat Unrecht gehabt. Lass uns mal das einfach mal umdrehen, dieses Konzept. Lass uns das mal einfach die Gegenseite ausprobieren. Wir probieren die einfach nur mal an. Das ist nicht positiv oder negativ Informationen. Das ist einfach nur was man mal ausprobieren kann. Also das Gegenteil von der hatte Unrecht, das Gegenteil dazu wäre, der hatte Recht. Das probieren wir an. Das heißt überhaupt nicht, dass er wirklich Recht hatte. Wir probieren es aus. Der Verstand ist jetzt besser informiert, als er es damals war. Er weiß mehr, selbst wenn das vielleicht nur ein bisschen der Fall ist. Vielleicht auch viel für manche bei euch, dass der Geist und der Verstand jetzt sehr viel offener ist. Der hatte Recht. Wie ist das, dass er Recht hatte mit dem, was er gesagt hat, was sie gesagt hat? Und dafür braucht es wiederum diese Stille, diese Ruhe, diese Achtsamkeit in der Bezeugung der Situation. Wenn du darüber meditiert hast, über die Möglichkeit, dass der Mensch Recht gehabt haben könnte, dann fließt du vielleicht in ein anderes Gegenteil. Der hat Unrecht gehabt. I am wrong. Ich hatte Unrecht. So I've turned it around to myself. Ich habe es also jetzt auch, was mich betrifft, einfach einmal umgedreht. Ich hatte Unrecht in der Situation, in diesem Streit. Da hatte ich Unrecht. Was bedeutet das für dich, wenn du jetzt da so sitzt mit offenem Geist und die Situation dir vergegenwärtigst? Ich hatte Unrecht. Das kann für den einen oder anderen ein bisschen dauern, aber was mir gleich klar wurde, war, ich hatte Unrecht dabei, den anzugreifen. Das war ein bisschen irrelevant, aber jetzt weiß ich das. Jetzt bin ich total wach und jetzt fällt es mir auf. Und wenn ich einen Bereich finde, in dem ich Unrecht hatte, dann finde ich vielleicht noch einen anderen. Und wenn ich zwei Bereiche finde, dann vielleicht sogar drei. Ich möchte einen Fluss haben. Ich möchte nicht sagen, ich hatte Unrecht. Nein, das ist es nicht, dann unterbricht der Fluss sofort wieder. Verteidigung ist die erste Handlung, die du unternimmst, um den Fluss zu unterbrechen. Und das geht nicht um richtig oder falsch hier. Das ist einfach so, wie es funktioniert, wie der Geist funktioniert, wenn er sich selbst den Krieg erklärt, wenn er nicht zu Hause ist bei sich. Einige von euch sehen vielleicht noch andere Umdrehungen und nehmen das wahr, wie es...
Und meine Einladung lautet, mach weiter damit und wisse, dass du das mit jeder Vorstellung machen kannst. Diejenigen von euch, die hier zusammenkommen auf der Flow Summit, die hier dazu da sind, zu verstehen, was bedeutet dieser Fluss und das Erwecken der inneren Kraft, dass dieser wirklich unaufhaltsame Fluss, den lade ich euch ein, zu jeder Zeit zu sehen, immer dann, wenn ihr irgendwie ins Stocken geratet mit euch, mit dem, du magst dich selbst nicht mehr, du magst die anderen nicht mehr, du findest dein Leben nicht mehr gut, das ist ja, dann bist du nicht im Fluss. Das ist, da bleibst du einfach wirklich in eingezwängt. Und meine Einladung an euch ist einfach, es ist so viel schöner, hier eingeladen zu sein, hier mit euch zu sein und zu wissen, dass wenn du dich für den Flow interessierst und einfach offen bist, dann ist es einfach immer umsonst und kostenlos auf der Website thework.com. Da gibt es wirklich auch Leute, die diese Ausbildung gemacht haben, und es gibt eine Linie, wo man also immer Leute bitten kann. Man kann das ganz anonym machen, in vielen Sprachen ist das möglich. Kostet nichts. Und wenn man einfach an thework.com interessiert ist, dann wäre meine Einladung da, mal drauf zu gehen auf diese Seite und dann einen freundlicheren Verstand, einen freundlicheren Geist zu entwickeln, einen Geist, der die Welt betrachtet aus dem Blickwinkel, einfach zu lieben, was ist. Habt's gut. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal, denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren. Thank you.